Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zur 20. Folge schon. 20 Folgen Mad Evil Dynasty. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Bock auf das Game. Ich habe immer noch sehr, sehr viele Projekte, die ich hier umsetzen muss. Und wenn ihr das hier auch so feiert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, einen Kommentar und vergesst den Like nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. Boah, ich muss unbedingt was essen. Ich bin ja kurz vorm Verhungern. Mann, wie habe ich denn die letzte Folge abgeschlossen hier? Ohne Food? Das ist schlecht. Aber wir sind ja gleich wieder im Dorf. So. Der schlaue Mann weiß ich natürlich zu helfen und erntet hier erstmal ein Karnickel. Das kann ich mir gleich braten und dann habe ich wieder was zu essen. Top. Boah, ich habe keine Fackel. Mir fehlt Stroh. Ach Mann. Kann ich das hier am Lagerfeuer? Ja, komm. Ich brate mir mal kurz zwei Fleisch. Ja, easy. Schnell was gegessen. Die fragen sich wahrscheinlich auch so, hä, was ist mit dir? Was ist mit dir? So, Frühjahr, würde ich sagen. Einmal schlafen und alles ist grün draußen. Und wir müssen auch gleich Steuern zahlen. Erstmal ziehe ich mich um. Erstmal ziehe ich die dicken Klamotten aus. Kappe kommt rüber. Stiefel können wir anlassen. Und die einfachen Schuhe können wir irgendwann mal verkaufen. Ja, sehr gut. So sehe ich doch wieder fesch aus. Fesch für den Sommer. Wir gucken mal. Roggen ist am Start, Leute. Roggen, ey, das ärgert mich richtig, dass hier ein Feld unbesät ist. Egal, Roggen ist mehr am Start. Und bevor hier irgendwas passiert, Leute, werde ich hier schnell mal das Feld verwalten. Ich möchte nämlich nicht mehr, dass hier so viel Kohl angebraten wird. Angebaut. Ich möchte, dass hier die Hälfte Karotten drauf kommen. So, möchte ich bestätigen, bitte. 33 mal Kohl, 33 Karotten. Dann müssen wir auch gleich den Bums hier umbenennen. Kohl, Karotten. 1. Okay. Gut, dann wird jetzt hier die Hälfte Karotten gesät, wenn wir Karottensamen haben. Was wir auch gleich besorgen werden. Denn ich glaube, Karotten werden auch im Frühjahr ausgesät. Das heißt, ich schnapp mir jetzt den Esel. Geld haben wir ja genug. Und ich mache jetzt mit dem Esel eine Steuerbezahlen-Tour und eine Karottensamen-Tour. Ne, das sind jetzt zwei Sachen, die wir erledigen müssen. Vielleicht kaufe ich auch noch andere Samen. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Vielleicht pflanzen wir diesen Frühling auch noch was anderes an. Ganz kurz mal gucken, wie es jetzt um unsere Schweine und unsere Hühner steht. Also. Okay. Schweine sind groß geworden. Das heißt, wir können in der Verwaltung sagen, Beine 5. Ich würde mal einfach den alten Eber rauskanten, oder? Ja, wir kriegen für den 225 verkaufen. So, der alte Eber darf gehen. Tschüss, schönes Wochenende. Eselstute ist auch ausgewachsen, haben wir eben gar nicht bemerkt. Okay, okay. Und bei den Hühnern gibt es noch keine Küken. Na gut, muss ja nicht. Wenn ich jetzt die Axt nehmen dürfte. Zack. Easy Kill. So, Esel lasse ich hier mal stehen. Was bist du für ein Händler? Du hast... Okay. Ist gut. Alter, ich würde gern Kirschbäume bei mir anpflanzen. Da würde ich dir mal alle Setzlinge von abkaufen. Karottensamen. Wir brauchen 33. Okay. Was haben wir hier noch so? Leinsamen. Leinensamen. Boah. Würde ich auch mal so 60 kaufen.
Leinsamen sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Damit machen wir natürlich Klamotten und so. Ich verkaufe mal noch meine einfachen Schuhe. Und muss Steuern... Alter, warte mal. 1729 Steuern muss ich zahlen? So viel habe ich nicht. So viel hatte ich eben. Also Steuern zahlen müssen wir nochmal verschieben. Das mache ich jetzt nicht. So viel Geld. Digi. Mein Dorf ist dann noch gar nicht so groß, dass ich so viel Steuern zahlen muss, oder? Also irgendwie haben die das mit den Steuernzahlen auf jeden Fall hochgestuft. Oder es liegt am Ochsbau, dass wir zu viel Steuern bezahlen. Also einfach an dieser Multiplayer-Karte, die ich jetzt Singleplayer spiele. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte natürlich auch daran liegen, dass wir gerade sehr, sehr viel Steuern zahlen. Oder es liegt noch an dieser Quest, dass wir ja den Ochsbau im Auge behalten müssen. Ne? Also irgendwas läuft ja da ganz besonders schief hier. Habe ich jetzt zwar noch nicht so viel von gemerkt, aber irgendwas läuft in meinem Dorf schief. Der Holzschuppen hat kein Werkzeug. Ah, da sind wir wieder. Da sind wir also wieder. Gucken wir gleich mal, was wir dafür machen müssen. Erstmal schmeiße ich die ganzen Samen und Setzlinge in mein Lager rein. Karottensamen, siehst du, dann kann ja gleich schon Karotten aussehen. Und ein 60er Leinenfeld machen wir auch noch. Leinensamenfeld können wir auch größer machen. Wir ernten ja durch die Dings wieder, wenn wir die Leinen, also wenn wir das Feld abernten, den Flachs, der aus den Leinensamen wächst, dann bekommen wir ja auch wieder Stuff. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Samen, wollte ich sagen. Samen. So, Stöcker und Steine. Und dann tun wir die zusammen zu zwei Steinäxten. Lol. Ich werde jetzt mal einen Holzschuppen ummünzen, dass der nur noch Stöcker macht. Weil wir kommen mit den Stöckern in die Bredouille. Das ist nicht so gut. So, gehen wir mal in die Verwaltung rein und sagen, du Holzschuppen, du machst jetzt nur noch Stöcker. Easy, 240 Stöcker am Tag. So, die Esel, dich lasse ich mal da. So, ich wollte jetzt Dung sammeln. Genau, stimmt. Dung für Dünger. Wie viele Schweine passen in den Schweinestall? Fünf. Okay. Können wir eigentlich auch Schweine schlachten? Stimmt, ne? Probieren wir aus, wenn es soweit ist. Oh, die Esel haben immer Saftdichtung. Die haben sehr viel Saftdichtung. So, hallo Hühner. Habt ihr auch Dung? Habt ihr nicht, ne? Ihr habt Eier? Okay. Okay. So. Was mit dir hier? Du machst einen freien Tag im Schilf oder was? Darf ich dir irgendwie helfen oder könntest du einen Schritt zur Seite gehen? Ja, okay. Befreit!
dank mir später. Was machst du da? Diggi, Alter! Du provozierst mich. Was ist eigentlich dein Job, Prezimir? Was macht Prezimir? Prezimir ist Bergarbeiter. Achso, du sammelst gerade Steine und so ein Scheiß, ne? Verstehe. So, Dünger abgeliefert, 42 Stück, sollte der Weile reichen. Ich guck mal aufs Feld, wie es gerade aussieht. Wie viele arbeiten gerade hier? Zwei. Könnten mehr sein. Hier könnte ein Flachsfeld hin, ne? Oder hier noch hin. Nee, ich glaube, ich fühle das mehr hier so. Wenn das ein Baumstumpf, den müssten wir ausgraben. Und bei dem Baum hier bin ich mir nicht so sicher, ob der stehen bleiben kann. Darum hacke ich ihn einfach mal. Ja, das ist hier fast bis an die Scheune ran. Das ist groß genug, auf jeden Fall. Müsste jetzt unser größtes Feld sein. Kann ich ja in der Verwaltung schon mal sagen. Feld 4. Da kommt Flachs drauf. Verstehe. Aber 60 reichen erstmal. Warum macht hier eigentlich gerade niemand was? Also die Holzfäller sind am Holzfällen und so, ja. Das ist cool. Aber hier am Feld macht niemand was. Warum nicht? Wo sind die ganzen Typen? Landwirt. Ach, der ist da drüben noch auf dem Weg hierher. Und sie ist noch da oben. Das ist schlecht, dass sie hier so lange brauchen bis zur Arbeit. Ich ändere das mal um. Du arbeitest bitte im Schweinestall. Und du arbeitest bitte im Hühnerstall. Und du dafür im Dingsschuppen? Im Feldschuppen? Denn du wohnst ja, warte mal, du wohnst hier unten. Ja, das ist gut. Und du wohnst auch hier unten. Du gehst auch mal in den Feldschuppen. Einfach, dass die Arbeiter, die im Feldschuppen wohnen, auch hier unten im Tal leben, weil die einfach dann viel schneller an den Feldern sind und ernten können. Und die, die da oben leben, die können ruhig hier runterkommen, um die Tiere zu versorgen. Die brauchen ja nicht ständig da zu sein. Ist ja nur, dass jemand da ist, der die Tiere füttert und eventuell die Ressourcen rausholt und so. Deswegen brauchen wir da gar nicht so viele. Also brauchen wir gar nicht die ganze Zeit irgendjemanden da. Das meinte ich damit. Aber hier unten, an den Feldschuppen, da muss halt die ganze Zeit jemand da sein. Ich hoffe, die kommen jetzt auch hier rüber. Ja, doch, er kommt schon. Okay. So, ja, meine Holzhacke ist jetzt auch kaputt. Naja, ich setze hier mal einen Zaun, einen kleinen. Einen niedrigen Flechtzaun finde ich hier cool. Der kann da schon düngen, obwohl das Feld noch gar nicht bestellt, also noch gar nicht freigehoben ist. Interessant. Wusste ich nicht, dass man das kann. Wird sicherlich bei mir auch gehen, aber
Für mich ist das hier neu. Hier wird Hafer gesät. Ja, sehr gut. Hauptsache, es passiert jetzt was. Ich guck mal, wie viele Stöcke schon geerntet wurden, ob ich jetzt die Stöcke schon setzen kann für... Also, ob ich den Zaun da setzen kann. Ja, guck mal, Stöcke 119. Wird wahrscheinlich nicht für alles reichen, aber... Obwohl, so ein kleiner Zaun, der braucht natürlich weniger Stöcke als ein großer. Nee, hat nicht ganz gereicht. Naja, ich pflück mir hier noch ein paar Stöcke. Ist ja kein Problem. Machen wir doch gern. Dieser Baum hier neu? Oder hatten wir den schon vorher? Also manchmal wachsen hier neue Birken. Wieder vorne, da. Das ist immer so ein Indiz, wenn die sehr klein sind. Dann sind die wahrscheinlich neu. Ja, doch, gefällt mir bisher unsere Felder. Schön. Wir haben wieder 193 Ton. Das ist mega viel. Richtig viel. Das ist so viel, dass ich gar nicht tragen kann. Ich mache mal wieder Tonbewurf und werde ein paar Häuser mit Ton bewerfen. Mein kleines Haus hier vorne war ja noch nicht fertig beputzt. Dann ändern wir das nochmal schnell. Komme ich nicht ran, da muss ich von innen putzen. Ich hier nur die Vorderseite geputzt? Okay. Mir war so, dass ich hier mehr gemacht habe. Naja, egal. Hier oben habe ich sogar ein bisschen Baum mit im Haus. Schön. Gefällt mir. So. Also die Wohnhäuser hier unten sind verputzt. Ich würde mal jetzt da oben hin... vorher mache ich mir noch Ton, bevor ich hier zweimal laufe. Mache ich mir noch den Rest des Tons fertig. Ton. Haben wir noch Stroh? Nicht mehr viel. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Also Stroh verbrauche ich gerade extrem viel mit dem Tonbewurf. Dass wir da das Roggenfeld nochmal abernten. Dass da einer mal hingeht und das mal macht. So, die Holzschuppen sind schon wieder out of Werkzeug. Es ist zum Mäusemelken. Da kümmern wir uns gleich nochmal drum. Vielleicht ist es doch mal Zeit, Bronze-Axt als Schemata... Oh, wir haben Gänsehaus freigeschaltet. Uiuiuiui. Schön. Habe ich zwar jetzt noch keinen Bedarf dazu, ein Gänsehaus anzulegen. Wir brauchen im Frühjahr den... Wir brauchen einfach den vollen Support im Feldschuppen, merke ich gerade. Oh doch, so Holz verputzt sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also, ich finde, am coolsten sieht es aus bei Flechtwänden. Aber jetzt hier so. Kann sich sehen lassen. Ich hoffe, es reicht noch für das letzte Haus. Das wäre jetzt das letzte Haus, was wir mit Ton verputzen müssen. Dann können wir, wenn wir hier fertig sind, können wir auch dem Grabungsschuppen sagen, du, Ton muss jetzt erstmal nicht mehr sein. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Vier fehlen noch. Da oben diese Ecke, die fehlt noch. Ja, lassen wir den Grabungsschuppen noch ein bisschen Ton machen. Eventuell brauchen wir den Ton ja auch noch für so Sachen wie Tonvasen und sowas, ne? Können wir eigentlich gleich als Ressource da lassen. Ist schon Feierabend wieder? Oh, ey Leute, ey. Aber morgen sollte es schneller gehen hier, weil die ja direkt hier unten wohnen. Genau, der Holzschuppen braucht noch Werkzeuge. Guck mal. Stöcker 77. Steine haben wir auch ein paar. 7 Steinäxte. Sollte eine Weile reichen. So. Ich werde noch mal ein bisschen Bronze herstellen, weil die Bronzehämmer ja beim letzten Mal so gut zu verkaufen waren.
ich hätte gerne noch ein paar Bronzehämmer. Oh, Gebäude, Haus freigeschaltet. Okay, okay. Wir können größere Häuser bauen. Okay. Machen wir nochmal Hämmer oder... machen wir was anderes. Bronze extra. Ich mach nochmal Hämmer, weil für Hämmer brauche ich nur Stöcke und Bronze. Das ist ja easy. Ich würde lieber nochmal so Äxte lernen, wenn es darum geht, dass wir einfach unser Dorf hier aufwerten so ein bisschen. Ne? Also, dass alle mit Bronze-Werkzeugen arbeiten. Dass die hier einfach besseres Werkzeug bekommen. 7 Stöcke. Das müsste eigentlich genau reichen dafür. Ein Stock, ein Bronzehammer. Wir haben 7 Hämmer. Werde ich noch was trinken und dann ins Bett gehen. So, und wenn ich die verkauft habe, kann ich auch Steuern zahlen, endlich. Ich bin nämlich ein braver Bürger, der ständig seine Steuern zahlt. Mhm. Zeig mir deine Ware. 6 kann er mir abkaufen. Jetzt brauche ich noch irgendjemanden für die anderen. Wo seid ihr? Warum arbeitet ihr nicht, ihr Verkäufer? So, der verkauft noch was. Kaufen wir mal den einen noch ab. Sehr gut. Jetzt kann ich meine Steuern zahlen. Hey, konnte man das schon vorher, dass man alles... Vom Esel aus regeln konnte, sag ich mal. Oh, lol, ist der oben auf der Balustrade. Okay. Ich geh mal zu ihm. Der Balustrade auf der Palisade, so rum. Geil, dass man hier oben drauf kann und da, Alter, krass. So, hier, gib mir, nimm mein Zeug. So, kann ich mir jetzt noch einen neuen dazu holen oder brauche ich 1800 Reputation? Geh mal kurz raus und guck mal, ob ich jemanden finde, der noch mit dem Feldschuppen arbeiten könnte. Ich habe ja unten noch ein Haus frei. Das ist ja ideal. Unten das Haus frei und dann im Feldschuppen. Landwirtschaft, ihr beiden, ne? Kanuta und Zyrav Slavra. Nee, Kanuta Hello. Heißt sie. 23. Großartig, wir sehen uns dort. Gut, gut, gut. Die wohnt jetzt da. Alter, Kanuta. 23. Die wäre doch vielleicht auch was für mich, oder? Wäre die was für mich? Das habe ich halt noch gar nicht gemacht, ne? Also in dieser Spielrunde. Mich romantisch mit jemandem angefreundet hier. And water. And some firewood. And a roof over my head, of course. Damn. Am I too demanding? Wir lassen sie jetzt erstmal alleine im Haus. Und ich bemühe mich mal demnächst um ein bisschen romantisches Knistern im Dorf, ne? Brauche auch irgendwann einen Erben. Wenn ihr den ganzen Bums macht, wenn ich nicht mehr da bin. Den ich dann spielen kann. Was ist eigentlich mit der... Ist sie immer noch Mutter? Ja, ist immer noch Mutter. Schade. Ja, die muss ich nachher... muss ich dann auch wieder verwursten, ne? Wenn die jetzt... Irgendwann demnächst... Wird die ihr Kind abstoßen. Das wird dann mit 2 auf die Straße gesetzt. Muss ich ein eigenes Haus bauen. Einen eigenen Job suchen und so. Und dann arbeitet die wieder für mich. Nee, das Kind lebt natürlich noch bei seinen Eltern. Aber sie kann wieder arbeiten. Er kann sich dann den ganzen Tag über selber beschäftigen oder sie nimmt ihn so alleine mit auf Arbeit. Finde ich auch witzig. Ist nicht schön, aber ich fände es witzig. Doch. So, ich war ja jetzt den ganzen Vormittag lang weg.
Jetzt gucken wir mal, was auf den Feldern passiert ist in der Zeit. Ich sehe, dass ihr beide noch an demselben Feld arbeitet wie gestern. Das ist jetzt erstmal nicht so gut. Weil guckt mal auf die Uhr. Ne? Also Frühling ist schon halb vorbei. Und ihr müsst noch Karotten und Kohl sehen. Und das Roggenfeld ernten. Ich sehe, das wird nichts mit euch. Ich ernte mal das Roggenfeld für euch. Ich nehme mir mal die Sichel und dann geht's los. Jetzt muss ich auch mal Hand anlegen hier. Irgendwo haben wir noch eine gute Sichel hier. Andi. Hatten wir nicht eine gute Sichel? Nö. Haben wir nicht mehr? Was sagt der Feldschuppen selber? Sichel, Sensor? Hat noch Haltbarkeit. Aber das ist... Achso, das Werkzeug ist bei denen mit drin, ne? Nehmen wir das ja irgendwie jetzt raus? Liegt das vielleicht in dieser Kiste hier? Oder hat das einer von euch Ganoven dabei? Mist. Wie viel kostet denn das Schemata für eine Sichel? Ich mache mir jetzt selber eine Bronzesichel. Bronzewerkzeuge. Sichel kostet 250. Bronzebahnen und Holzstamm. Easy. Mach ich mal schnell. Digga, hier gibt's eine Brücke, ja? Guck mal hier. Ich stehe auf einer Brücke. Kennst du das Konzept Brücke? Da kann man über den Fluss laufen, ohne nasse Füße zu kriegen. Und einen nassen Sack. Du hast doch schon einen nassen Sack. Egal. Ich reg mich da nicht mehr auf. Das sind einfach die Leute hier und deswegen besitze ich das Dorf, weil ich einfach vom IQ her einfach 1000 Punkte über denen bin. Vier Kupferbarren. Ich hoffe, wir können auch 4 Zinnbarren machen. Dann können wir 4 Bronzebarren machen. Nee, wir können nur 2 Zinnbarren machen. Oha. Yeah. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch, dass wir irgendwie mehr Kupfer aus den Vorkommen rauskriegen, als Zinn aus den Vorkommen. Aus den jeweiligen Vorkommen, ne? Okay. Oh, wir brauchen einen Holzstamm noch. Stimmt. Lass mal gleich 2 solche Dinger machen. Dann haben wir was auf Vorrat. Eine nehme ich. Und eine kriegt ihr. Könnt auch gerne meine haben. Wenn ich meine nicht brauche gerade, könnt ihr die auch gerne haben. Bronze-Sichel. Auf die 4-mal. Okay, jetzt seid ihr voll am Flachsfeld dran. Verstehe. Na gut. Also, Verbrauch geht schon ordentlich runter hier für so ein paar Reihen. Hätten auch eine richtige Sense machen können, ne? So eine richtig große. Oh, fast eine Bronzesichel für den Bums hier. Ich habe jetzt die Hälfte runter und die Hälfte vom Feld geerntet. Krass. Geht das mit der großen Sichel, also mit der großen Sense besser? Frage ich jetzt mal so in die Community. Könnt ihr mir ja gerne unter das Video schreiben, in die Kommentare. Geht das mit der Sense besser? Also wahrscheinlich schon. Aber sehr, sehr viel besser. Lohnt es sich wirklich, so eine Sense zu machen? Auch für die NPCs und so? Ja, ich brauche erstmal was zu essen. Oh, sie ist endlich da. Jetzt schon? Ging aber schnell. Die Zwiebeln sollte niemand mehr essen. Ich habe gerade eine gegessen, ging gleich auf 80% Vergiftung hoch. Krass. Ach, guck mal. Jetzt erntet er mit. Schön. Okay, ich hoffe, ihr seht morgen den ganzen Tag das scheiß Gemüse aus. Weil das ist ja auch gut. Ja, toll. Super. Aber das Gemüse. Das Gemüse. Ich werde mal gleich den Roggen jetzt erstmal noch dreschen. fast 1000 Roggenkörner. Ultra krass. Und meine Leute dursten. Okay, dann nehme ich wieder die 9 Eimer. Und fülle die mit Wasser. Also,
dass ich hier irgendjemanden am Brunnen einstelle, sehe ich überhaupt nicht. Also, das mache ich doch easy schnell selber. Das ist ja gar nicht worth, da irgendwen zu belasten mit dieser Aufgabe. Okay, super. Habt ihr auch was zu trinken? Und ich würde sagen, jetzt mit diesem neuen Feld hier und dem Frühjahr, wir haben sehr viel geerntet, finde ich gut. Würde ich sagen, war es mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, den Kommentar und ein Like. Ansonsten sehen wir uns dann. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.